For millennia, I have dominated the multiverse. Countless heroes, gods, and worlds have fallen before me. However, there are an arrogant few that never gave up. Planeswalkers. For all their bravery and talents, they're little more than playthings. Demonstrating their strengths, revealing their weaknesses. I will uncover their every secret. Until I take their power for my own. But first, rest. I have a greater purpose in store for you. Und damit, Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Mobile Game angezockt. Wir spielen hier gemeinsam Magic Mana Strike, ein Mobile Game, das auf das Kartenspiel Magic the Gathering basiert. Ein Spiel, das ich vor vielen Jahren mit meinen besten Freunden bis zum Abwinken gezockt habe. Von morgens bis abends und spät in die Nacht hinein bis zum nächsten Morgen. Ich bin ganz gespannt darauf, wie dieses Spiel hier ist, denn ich habe mich bewusst noch nicht gespoilert, also ich möchte gerne mal, also das ist jetzt mein komplett frischer erster Eindruck zu diesem Spiel und ich bin ganz gespannt, was das für ein Spielprinzip ist. So, also wie ihr sehen könnt, spielen wir das Ganze hier auf dem PC mit einem Mauszeiger. Das liegt daran, dass ich hier den Android-Emulator BlueStacks benutze. Und wenn ich wollte, könnte ich das Ganze hier sogar komplett im Vollbildmodus spielen. Und dann kommt einem das hier vor wie eine reine Desktop-Anwendung. Das ist halt mega cool. Faced countless foes and arrived to a plane at the height of conflict. So, natürlich werde ich nicht dabei bleiben, das so zu spielen, sondern ich spiele das Ganze hier zu Vorstellungszwecken des Spiels und des Emulators vor allem natürlich so. Denn ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link reingepackt, mit dem ihr den Emulator und das Spiel herunterladen könnt. Und dann könnt ihr es ebenfalls auf eurem PC spielen, auf dem großen Bildschirm in grandioser Grafik. Für mich ist das einfach ein Highlight. I've prepared a special challenge for you. I'm confident you will impress me. Now, prepare for battle. Den Sieg erringst du, indem du die gegnerischen Wächter zerstörst. Okay, dann machen wir das mal. Kann ja so schwer nicht sein. Zieh eine Karte auf das Schlachtfeld, um sie zu benutzen. Wir ziehen eine Karte rüber, das hier ist Chandra. Und wir sagen mal, sollen diese Richtung angreifen, oder hier? Lacks refinement and subtlety, but is highly effective. Chandra can easily deal with this trivial threat. Ziehe Fertigkeitskarten in den Spielbereich, um sie einzusetzen. Fertigkeiten können nur einmal eingesetzt werden. Okay, hier haben wir eine Fertigkeitskarte für Chandra und wir sagen dann, das soll hier in diesem Bereich treffen. Dodge this. A rather strong unit is protecting the enemy's guardian. There's no need to worry, as it seems everything is in your favor. Summon a unit to support Chandra. Du erhältst 3 Planeswalker-Karten. Sehr interessant. Okay, wir rufen zuerst mal Chandra, die jetzt hier angreifen soll. Ziehen wir sie mal hier rüber. Hat schon mal Damage auf ihn gemacht. Superklasse. Und dann ziehen wir die Einheiten rüber.
Wir können nur in einen kleinen Bereich die Einheiten reinstellen. Ich stelle die mal hier hin. Sehr gut. Die greift mit an. Chandra steht hinten und schmeißt Feuer, während der im Nahkampf angreift. Sehr interessant. Perfekt. Du kannst zusätzliche Planeswalker-Karten erhalten, indem du die Nebenwächter deines Gegners zerstörst. Aha. Du kannst Kreaturen überall auf dem Schlachtfeld in der Nähe eines verbündeten Planeswalkers herbeibeschwören. Das macht Sinn. Ne? Ich kann also jetzt hinten nicht rufen, sondern nur hier. Weil die Planeswalker rufen diese Kreaturen ja, ne? Kann ich noch mehr beschwören hier? Rufen wir die noch mit rein. Wunderbar. Naja, der Gegner schon besiegt. 1-0. Super. 3-0. Excellent. Learn more about the strengths and weaknesses of planeswalkers. Master their use and you will master the battlefield. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, das hat wirklich schon Lust auf mehr gemacht. Das sieht nach einem interessanten Strategiespiel aus, Echtzeit. Man zieht seine Helden und Kreaturen da rein, beziehungsweise... Those who not qualify are not worthy of a name. Ah. But you were able to prove your worth. Now, tell me your name and become one of the few worthy of my remembrance. Eid des Schlachtfelds. Nicol Bolas ist in keiner Weise verantwortlich für Gedankenlöschung, Vernichtung, Einsperrung in Wänden, wiederholtem oder selbst zugefügten Gedächtnisverlust, Funkenvergabe, Besessenheit, Köpfung, Weltenaussetzung, oh mein Gott, was ist denn das hier? Okay, also wir stimmen zu und geben unseren Namen ein. Er ist dafür auf gar keinen Fall verantwortlich. Nein. So, unser Name ist natürlich Karadrik, ein Name, den ihr euch alle merken solltet, Freunde. Und weiter geht's. Interesting choice. I can feel your thirst for power. Oh ja, der ist da. A great warrior trains their body in preparation for the battle ahead, while a wise mage plans carefully for a winning strategy. Tausche Karten in deinem Besitz mit den Karten im Deck aus. Na gut. Einfach rüberziehen, ne? Zack, das ist einfach. Rückgehen. Und ich habe nicht weniger erwartet, als mich vorzubereiten für den nächsten Kampf. Let us see if your skill is as great as your confidence. Amuse me. Pick something interesting. Don't be boring. Na gut, gewinne, indem du den Wächter deines Gegners zerstörst. Das ist einfach. Wir ziehen also Chandra hier rüber, um den Wächter direkt anzugreifen. Am besten mal direkt nach vorne. I'm here to win. So, wunderbar. Und dann ziehen wir mal Kreaturen hier mit rein, die dann um sie herum beschwört werden sollen. Der kostet 3, ne? Wir sehen das hier über das Mana dann, was dann hier weggeht. Der hier kostet 1. Müssen wir wieder warten, bis sich 3 aufgeladen haben. Dann können wir die nächsten 3 machen. Wunderbar. Und wir haben den Wächter zerstört. Kann ich eine Fähigkeit auf ihn machen hier? Trifft man das? Ah, hätte ich vielleicht nach vorne machen sollen, um Flächenschaden zu machen auf die Kleinen. Ich wollte mal testen, ob ich den auch treffen kann. Excellent. Congratulations on your victory. Your choices were decent. However, I still need more from you. You must understand their powers to use them effectively. Du kannst Karten aufsteigen lassen, indem du dieselbe Karte und Gold verwendest. Aha, okay, wir klicken mal hier drauf. Levelaufstieg. Und 300 Gold, okay. Wir haben noch 700, aber haben dafür die Karte stärker gemacht. Since you gained power and knowledge, it's time for a new challenge.
Win the next battle to prove your worth and obtain a gift worthy of your prowess. I look forward to seeing how strong you will become. Na dann los, alle Standard Planeswalker sind jetzt verfügbar. Zum Verlassen antippen, das ist ja mega cool. Okay, gehen wir mal auf... der Planeswalker für dein aktives Deck wird in der Lobby angezeigt. Kann ich vielleicht den Planeswalker ändern? Ich würde das gerne mal tun. Wir kriegen 200 Gold als Belohnung, das ist super klasse. Und ihr seht hier, 7 Tage Anmeldung und dann gibt es noch Mana Strike Booster Pack. Auch sehr liebevoll gemacht. Feierlichkeitsveröffentlichung, Post erhalten, kann ich hier reingucken? Post. Okay, empfangen wir das Ding hier mal. Wenn das schon da ist. Awesome. Juwelen und noch ein paar Emojis. Ja, das ist natürlich sehr PvP-lastig, das Ganze hier. Na, gar keine Frage. Da geht's dann um Skill. Wir haben neue Karten erhalten. Das ist mega cool. Kann ich eigentlich meine Planeswalker irgendwo sehen? Ich muss doch sagen, mir gefällt hier das komplette Interface sehr, sehr gut. Kann ich hier draufklicken? Ah ja, okay. Wunderbar. Und wir haben jetzt hier Chandra Nalar. Und ihr seht hier all die verschiedenen Planeswalker, die es gibt. Wer Magic the Gathering spielt, wird die alle wiedererkennen. Ich persönlich war schon immer ein Riesenfan von Elfen. Daher, ich habe immer Elfendecks gespielt in irgendeiner Weise. Daher ist für mich ganz klar, dass mein Hauptplaneswalker, der erste Planeswalker, den ich spielen will, ist sie hier. Nissa Rivaine. Was haben wir hier bei Details? Ein Beschwörer, der die Macht der Natur nutzt, kann bis zu 3 Gegner gleichzeitig angreifen. Erzeugt ein Mana, indem er beim Betreten des Schlachtfeldes die Macht der Natur einsammelt. Hier kann ich rüberwischen. Überall wächst Leben. Mein Volk findet nur die Orte, wo es am stärksten wächst. Sehr interessant. Hier sieht man auch dann, was für Fernkampfangriffe das sind. Fertigkeiten, Brüllen der Erde und so weiter und so fort. Müssen wir alles noch herausfinden. Hier gibt es noch eine Vorschau. No life suffer under my watch. Ist ja cool. Dann sehen wir, wie sie auftritt, wie sie angreift. Und wir sehen ihre Planeswalker-Fertigkeit, die gibt es auch. Ah, da ruft sie noch mehr Elfen herbei. So kenne ich meine gute Nissa. Okay, dann wollen wir sie doch mal auswählen. Kann ich am Deck schon was ändern hier? Planeswalker geändert. Von rot zu grün geändert. Ah ja, das heißt, wir brauchen grünes Mana, ne? Also grüne Mana-Kreaturen. Ich denke mal, wir müssten rot, ne, steht hier ändern, müssen wir austauschen gegen grün, ja? Weil diese Kreaturen sind neutral, denke ich mal, die kann jeder beschwören, aber weil sie eine grüne Kreatur ist, ein grünes Mana erzeugt, brauchen wir hier also eben grüne Mana-Kreaturen, ne? So, dann gehen wir jetzt mal hier raus, klicken auf Karte. Oh, ich finde das traumhaft, Freunde. In Warteschlange für Rangkampf, okay, eigentlich wollte ich das gar nicht, aber anscheinend kann ich nichts anderes machen. Also ich kann Training machen oder Kampf. Das heißt, ich mache jetzt mal hier einen Rangkampf, was soll's. Und dann warten wir mal. Du verlierst keinen Rang, wenn du bei 3 oder niedriger verlierst. Okay. Also ich habe jetzt ein Level 1 Nissa Rivaine. Ihr seht schon, das Ganze ist sehr PvP-lastig. Und wir haben hier 0 davon, der 30 davon, was auch immer das bedeutet. Wir sind beide Rang 1. Mana Strike beginnt, wenn noch eine Minute Spielzeit verbleibt. Okay. Wir haben 7 Mana. Und wir schauen mal, wie das Ganze abläuft. Gegen Schabek kämpfen wir hier. Ich rufe mal Nissa hier rein. Und beschwöre dann mal ein paar Kreaturen. Am besten auch mal so eine hier hin. Perfekt, dann mache ich mal hier noch das da. Oh, okay, das war unnötig. Rufen wir mal weiter hier. Noch mehr Kreaturen, die 1 kosten. Ich warte jetzt mal, bis ich 5 Mana habe, um so eine starke zu rufen. Was ist denn das da eigentlich? Bei 6 kann ich das nicht anklicken. Ich warte mal, bis das fertig ist. Der scheint gar nichts zu machen oder kann gerade nichts machen. Keine Ahnung. Ah, jetzt beschwört er auch hier. 5, da könnte ich was rufen. Hier ist 6. Kann ich das anklicken? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich rufe mal ganz kurz was hier hin, dass der auch losläuft. Die rufen nochmal eine neue Nissa. Wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, ah, jetzt können wir den hier rufen. Sehr schön. Baloth, okay. Baloth. Kann ich auch nochmal das da machen? Was auch immer das war? Ah, sie erhöht die Angriffskraft für die. Ich muss mir die ganzen Fähigkeiten irgendwann bei Gelegenheit durchlesen. So, dann beschweren wir nochmal hier. Bei Nissa, sehr gut. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen Mana sparen, während unser Baloth hier losrennt. Wir schicken noch mal eine Nissa vor. Das ist meine letzte. Vielleicht hat er auch eine Strategie. Kann ja sein, dass da eine Strategie dahinter steckt bei ihm, dass er nur bedingt Kreaturen beschwört oder so. Aber wir haben ihn auf jeden Fall besiegt. Awesome!
Er hätte auch Kreaturen von oben rumschicken können, ne? Da hätten wir oben verteidigen müssen. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir 25 Punkte bekommen. Kampfbelohnung 3, was auch immer das war hier. Plus 3, ne? Und die Meisterschaft hat sich auch erhöht für Nissa. Sehr cool. Okay, wir haben ein Booster-Pack bekommen, wie es aussieht. Mal gucken, was da drin ist. Ritterin von Neu-Benalia. Schock. Und dann haben wir noch das hier. Heroldin des Pantheons. Sehr cool. Ah, also wenn wir 3 Stück voll haben, gibt es einen Booster. Verstehe. Gewinne einen Rangkampf ist abgeschlossen. Kreaturen beschwören 5 Stück ist ebenfalls abgeschlossen. Wir haben hier auch einen Magic Pass. Was ist denn das da eigentlich hier? Empfangen. Ah, das ist so ein Achievement-Teil. Okay, verstehe. Bestenliste gibt es ebenfalls. Komm, wir gucken mal. Magic Pass. Willkommen in der neuen Saison. Okay, das hat was mit der Saison zu... Ich klicke das mal ganz kurz weg, weil ich will da jetzt noch nicht zu viel machen. Gehen wir nochmal raus. Obwohl, Moment, da ist was wir abgeschlossen haben. Kreaturbeschwören abgeschlossen. Aha, okay. Dann gibt es eine gewöhnliche Belohnung. Verbessern? Ui! Also, keine Ahnung, was das genau bedeutet. Kann ich da Kreaturen freischalten oder so? Kreaturen beschwören? Kriege ich die, wenn ich hier... Ach, guck mal. Ah, verstehe. Für die ganzen Aufgaben, die ich erledige, kriege ich Punkte. Und bei entsprechenden Punkten kriege ich hier entsprechende Belohnungen. Und da gibt es noch ein Emoji. Das ist der Nixilis. Den würde ich freischalten können hier. Also, wer fleißig zockt, kommt fleißig voran. Was ich richtig geil finde, ist, dass es hier keine Energie gibt. Ich kann sofort den nächsten Kampf starten, wenn ich Bock drauf habe. Und ich muss nicht warten, bis irgendwer irgendwie mal irgendwann irgendwo, oder bis meine Energie aufgeladen ist. Ne, wisst ihr? Das ist eine neue Kreatur, einen neuen Zauber. Da ich grün bin, kann ich das nicht benutzen, den Zauber. Wir gehen mal auf Karten und machen mal so eine schwache Kreatur hier raus. Oder tauschen die aus gegen die hier. Die scheint mir ein bisschen stärker zu sein. Passt auf den grünen Mana jetzt unser Deck. Wir können auch noch mehrere Decks vorbereiten, wie es aussieht. Ne, hier gibt es ein Ajani-Deck zum Beispiel. Ah, da ist schon ein Nissa-Deck vorbereitet gewesen. Okay. Naja, gut, ist auch egal. Man kann auf jeden Fall mehrere Decks vorbereiten, was ich sehr schön finde. Und Emojis haben wir auch neue. Ach, da können wir für Hallo reinzoomen. Für Hallo machen wir... Das ist Hallo. Ziehen wir auf Hallo rein hier. Sehr gut. Und, was ist das hier? Ups, vielleicht? So... Ach, das ist ja mega cool. Das gefällt mir echt gut, dass man das machen kann hier mit den Emojis. Man soll ja auch, man will ja auch ein bisschen Sportsman-like sein, ne, wisst ihr? Komm, wir machen mal noch einen Kampf hier, gucken uns mal an, wie das abläuft mit unserer neuen Kreatur, die wir bekommen haben. Dann werde ich die Episode beenden. Denkt dran, Freunde, ihr könnt das Ganze selbst spielen auf dem PC, wenn ihr möchtet, mit dem Emulator BlueStacks. Einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, dann könnt ihr es herunterladen und dann... könnt ihr das am großen Bildschirm spielen, was meiner Meinung nach mehr Spaß macht als auf dem PC. Aber ihr könnt natürlich eure Accounts verknüpfen. Also ihr spielt auf dem PC genauso. So, warten wir noch ganz kurz. Wir rufen mal hier noch was rein. Wunderbar, sehr gut. Warten wir, bis wir 6 haben. Dann können wir einen Bailoff rufen. Der ist ziemlich mächtig. Den da hier. Wunderbar. Und dann machen wir das hier, um uns zu verstärken ein bisschen. Pusten wir die Einheiten weg von dem da. Sehr schön. Nur noch der ist da, was auch immer er ist. Wir beschwören mal hier noch Kreaturen rein. Warten noch, bis wir 5 Mana haben, damit wir ihn hier rufen können. Unsere Nissa geht jetzt leider drauf. Sehr, sehr schade. Kann ich noch mal schnell rufen hier in Bailoff? Jawohl, ich konnte ihn noch rufen. Nissa lebt noch. Das ist super. Die haut noch mit drauf. Vielleicht kann wieder jemanden beschwören hier. Ich warte auf 6 Mana, damit ich wieder so einen Bailoff rufen kann. So einen starken. Aber erstmal rufe ich den da rein und noch einen Nissa. Wunderbar. So, dann warten wir auf 6, ne? Der ist fast fertig hier. Sehr gut, jetzt können wir ihn rufen. Awesome. Und dann verstärken wir ihn mal hier. Perfekt. Ja, grün hat meistens teure Kreaturen. Also, ne, diese Monster sind meistens ziemlich teuer. Können wir hier noch was reinschicken? Leider nicht, schade. Nissa ist einmal draufgegangen, wir schicken noch eine neue Nissa und rufen gleich mal so einen Schrank wieder mit ihr. So, nochmal ein bisschen verstärken. Awesome. Dann nochmal so eine hier, das sind so Zentauren, ne? Seht ihr? Die Kreatur schickt auch noch mit rein. Ich muss Nissa verteidigen, so gut ich kann. Ich muss bald auf Mana hoffen hier, aber es sieht gut aus. Wir kommen hier oben durch. Oh, den Meteorit hätte ich gar nicht schicken. Das ist also ein Meteorit. Okay, verstehe. Schicken wir unsere letzte Nissa rein hier unten. Warten noch mal auf ein bisschen Mana.
bis ich wieder hier so einen von denen rufen kann. Den da zum Beispiel. Perfekt. Mana Strike. Zweimal Mana. Das ist ja mega cool. Ach, das ist, wenn sich das hier füllt. Ah, dann haben wir also Mana Strike. Okay, wir haben jedenfalls gegen Forsakers gewonnen. Und haben damit 3 Meisterschaften bekommen. Sehr schön. Wieder ein Booster Pack ist das Ganze wert. Unglaublich cool. Und hier nochmal 3 Stück von denen. Man kann maximal 30 von denen haben. Aha. Also maximal 30 Punkte pro Tag, ne? Die man da kriegen kann, damit man nicht übertreibt. Und wir haben einen neuen Titel erhalten. Wanderer. Symbol freigeschaltet. Und das ist jetzt unser neues Symbol hier oben. Nissa Revain Meisterschaft erhöht. Herausforderer sind wir jetzt. Und ein neues Booster Pack. Was ist drin? Eine grüne Karte. Riesenwuchs. Das ist ja mega cool. Erhöht die LP. Forscher kann man auch im Anklick. Das finde ich toll. Also wir machen Riesenwuchs auf den. Ihr seht, der hat jetzt mehr Gesundheit, ne? Kann man sich auch wieder angucken, wenn man will. Also Riesenwuchs ist dann größer geworden. Oh, ich finde das mega cool. Quasi ein Echtzeit-Strategiespiel. Also man versucht hier quasi aus Magic the Gathering ein Echtzeit-Strategiespiel zu machen. Wie gut das gelingt, muss ich sehen. Ich habe mega Bock, das weiterzuspielen, Freunde, das Spiel. Weil es einfach interessant ist. Es scheint doch nur PvP zu sein, abgesehen von ein paar Events, die hier sind. Und man kriegt hier immer mehr, ne? Mehr Bonusse hier. Echt toll. Dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir hier oben draufklicken, unsere Statistik zu sehen. Ne, das hier ist meine Nummer. Anscheinend könnt ihr mich damit anfragen oder so. Ne? Mit Anfreunden geht das dann wohl. Könnt ihr dann auf Einladen klicken und mich einladen. Ich weiß aber nicht, wie aktiv ich das Spiel spielen werde. Müssen wir erstmal noch abwarten. Dann sieht man hier meine am häufigsten verwendeten Planeswalker. Das finde ich ziemlich cool. Wächter zerstört, häufig verwendete Kreaturen und so. Ne? Karten im Besitz. Echt super cool. Und zwei Siege habe ich. Ich bin Herausforderer. Und dann sieht man dann noch den Rang hier und mein kürzlich benutztes Deck. Okay, also, wenn ich einen Account habe, einen Google Play Account beispielsweise und ich spiele auf meinem Android-Handy beispielsweise, ja, dann kann ich natürlich auch auf dem PC weiterspielen. Also ihr könnt auf dem PC spielen und auf dem Handy nacheinander. Auf dem PC zu Hause und dann eben auf dem Handy unterwegs. Wie gesagt, Android-Emulator BlueStacks herunterladen. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Habt ihr es schon einmal gespielt? Könntet ihr euch vorstellen, mehr davon auf meinem Kanal zu sehen? Ich kann es, wie gesagt, nicht versprechen. Ich muss sehen, wie groß das Interesse ist. Vermutlich werde ich mal privat noch ein bisschen weiter zocken, um zu schauen, wie sich das Spiel so entwickelt. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Und dann gucken wir mal, ob eventuell mal in Zukunft mehr draus wird. Aber eure Meinung in den Kommentaren ist mir sehr, sehr wichtig, was eben dieses Spiel und Spiele dieser Art angeht. Also, Freunde, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zu einer weiteren Episode von Mobile Games angezockt. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.